Am dritten Spieltag der Oberliga stand nur ein einziges Südtiroler Derby auf dem Programm der Klassiker. St. Pauls gegen Brixe, der bereits zum 55. Mal ausgetragen wurde. Die Überritscher im weißen Trikot gehen in der 22. Minute in Führung. Rigetti tankt sich auf der linken Seite durch sein Zuspiel in die Mitte des Strafraums, wo Nick Messner zum 1:0 für die Hausherren einnetzt. Für den erst 16-jährigen Nachwuchsspieler der Pauster ist es der erste Treffer überhaupt in der Oberliga. Nur 5 Minuten später bekommt Consalvo den Ball vom Finazzer, lässt mit einer Körpertäuschung Sentil und Rigetti stehen und schiebt das Leder zum 1:1 ins lange Eck ein. Kurz vor dem Pausenpfiff noch diese Gasser-Vorlage für Jonas Clementi. Der präsentiert sich plötzlich ganz frei vor Matthias Ziller und kommt dann zu Fall. Das gibt 11 Meter. Der Gefaulte übernimmt ihn höchstpersönlich und erzielt den 2:1 Halbzeitstand. Baus schlägt auch gleich nach Wiederbeginn wieder zu. Der eingewechselte Markus Dorigoni liegt am Boden. Boslina will hinten befreien, trifft aber genau Clementi. Der Ball kommt zu Daniel Gasser und schon klingelt es wieder im Kasten der Brixner. Das 3:1. Die Eisachtaler geben sich aber trotz des Rückstandes noch nicht geschlagen. Der Pass von Finazzer auf Luca Consalvo und der verkürzt nach 1 Stunde Spielzeit mit diesem Kunstschuss ins lange Eck auf 2:3. In der 66. Minute kommt bei Pauls Ferraris für Schweighofler. Nur 3 Minuten später steht er nach dieser Flanke von Gasser ganz frei im Strafraum und lässt sich natürlich nicht zweimal bitten, das 4:2 für die Hausherren. Und in der 83. Minute dann das 5. Pauster-Tor wieder mit Ferraris, der einen Fehler von Ivan Angerer eiskalt ausnutzt. St. Pauls gewinnt 5:2 und bleibt weiterhin ohne Punkteverlust mit Trient und St. Georgen an der Tabellenspitze der Oberliga. Beim SSV Brixen läuft es hingegen derzeit nicht ganz nach Wunsch, zum Ärger von Trainer René Rella. Das erste Halbzeit haben wir gut mitgespielt, haben wir auch gute Chancen gehabt. Die zweite Halbzeit sind wir einfach untergegangen. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen von unseren harten Rossauer kommen und nicht glauben, dass wir mir ein bisschen dahin spielen, dass wir da St. Paul so erfahren und dort einfach ein Spiel nebenbei gewinnen. Ich glaube, heute haben wir uns unsere Schwächen auch gezeigt und an dem werden wir müssen arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig heute. Wir wechseln in die Landesliga. Der noch ungeschlagene Tabellenführer Naturns war beim 7. Derlan zu Gast. Eine halbe Stunde lang bleibt die Partie recht ausgeglichen. Dann leitet der Naturnser Torhüter Piazzo diesen Konter ein. Tobias Bichler nimmt den Ball herrlich an. Erspam und Vasselei können ihn nicht stoppen. Und dann bleibt Bichler auch noch vor Malfatikul. Das 1:0 für die Gäste. In der 36. Minute bekommt Naturns noch einen Freistoß zugesprochen. Thomas Nischler tritt an und zirkelt die Kugel über die Mauer ins Kreuzeck. Der 2:0 Endstand. Die Gelb-Blauen bleiben weiter ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze. In Kurtatsch war Gastgeber Weinstraße Südauer gegen Milan Favorit, geriet aber schon nach 19 Minuten in Rückstand. Dank eines sehr umstrittenen Elfmeters nach diesem Foul von Christopher Ritti auf Manuel Hofer, der danach den Strafstoß ausführt. Das 1:0 für Milan ist auch das erste Meisterschaftstor der Eisacktaler. In der 34. Minute legt Lorenzi für Sulman ab. Dem Milaner Trainer gelingt ein Schuss ins Kreuzeck wie aus dem Lehrbuch. Das 2:0 für die Gäste. Die dann weiter angreifen, der Einwurf auf Oberhofer, der Donato prüft, dann stappt Lorenzi zum 3:0 ab. 3 Schanzer, 3 Tore, sehr effektiv diese Milländer. In Kurtatsch läuft bereits die Nachspielzeit, da gibt es noch eine Ecke für die Hausherren. Fabio Zadra steht goldrichtig und verkürzt auf 1:3. Ein Tor, das Weinstraße Südauer noch einmal Mut macht für den zweiten Spielabschnitt. Und in der Tat, 2 Minuten nach Wiederbeginn, gibt es diesen Freistoß für die Unterlandler. Mark auf Fabio Bertoldi. Und jetzt steht es nur noch 2:3. Es bleibt aber dabei, Weinstraße Südauer verliert erstmals in dieser Meisterschaft und rutscht auf Rang 7 der Tabelle ab, einen Punkt hinter Milan.